Ich bin Manabu Muramoto, ein schüchterner und introvertierter Kerl im dritten Jahr seines Berufslebens. Wie immer, wenn alle anderen mit dem Mittagessen beschäftigt sind, sitze ich allein an meinem Schreibtisch und öffne eine Kombi-Bento-Box. Guten Appetit. Es ist nicht so, dass ich einsam bin. Ich fühle mich wohler, wenn ich allein bin, als wenn ich mit anderen zusammen bin. Deshalb werde ich von meinen Mitmenschen oft als zwielichtiger Typ verspottet. Hey, isst du dein Mittagessen wieder alleine? Armer Kerl. Einfach so. Lass mich in Ruhe. Es geht dich nichts an, wie ich meine Mittagspause verbringe. Sei doch nicht so hart. Ich weiß, dass du eigentlich mit anderen Leuten essen willst. Aber da du niemanden wirklich kennst, isst du widerwillig allein. Das ist falsch. Wirklich? Meine Kollegin Shihaya Kusumoto. Sie neckt mich am meisten in der Firma. Als Extrovertierte will sie es mir wahrscheinlich nur unter die Nase reiben. Wie wär's, wenn ich mit dir zu Mittag esse? Was? Weil ich es nicht ertragen kann, dich so zu sehen. Ich fühle mich schlecht. Nein, danke. Das geht dich nichts an. Du musst dich nicht darum kümmern. Hey! Mach's gut, Kusumoto. Was ist mit ihr los? Ich esse nur allein, weil ich es so will. Obwohl es mich wundert, dass Kusumoto jedes Mal wieder versucht, mit mir zu reden. Wenn sie noch länger so weitermacht, werde ich den Eindruck nicht los, dass sie mich vielleicht sogar mag. Nun, wahrscheinlich nicht. Ich schließe daraus, dass sie eine schlechte Persönlichkeit hat. Ja. Hey, heute ist Freitag. Wollen wir was trinken gehen? Nach der Arbeit. Mit diesem Vorschlag beschlossen alle, nach der Arbeit etwas trinken zu gehen. Außer mir natürlich. Ich mache bei so etwas nie mit. Vielmehr werde ich nie eingeladen. Komm schon, du solltest auch mal mitkommen! Oder so dachte ich. Arata Ikegami, mein jüngerer Kollege, den ich von der Uni kenne. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber er scheint zu mir aufzuschauen. Er ist sogar nur meinetwegen in diese Firma gekommen. Er ist ein süßer Junior. Er ist wirklich begabt im Umgang mit anderen, immer fürsorglich und freundlich. Außerdem sieht er noch gut aus. Das Wort extrovertiert reicht nicht mehr aus, um jemanden wie ihn zu beschreiben. Ein Titel wie Das Licht für die Menschen ist angemessener. Aber mal im Ernst, warum schaut dieser Typ zu mir auf? Ist schon gut, du weißt, dass ich kein Fan von solchen Versammlungen bin. Ja, das weiß ich, aber ich möchte ab und zu mit dir trinken, Senpai. Das will ich aber nicht. Das ist schon besser. Keine Gnade für deinen einzigen Verbündeten. Sag nicht einzigen. Das ist er aber. Oh, Ikegami, du kommst doch heute Abend, oder? Ja, ich werde kommen. Und Muramoto, dich brauche ich nicht zu fragen. Ich kenne die Antwort schon. Ja, genau. Ich gehe nach Hause und schaue fern. Ha, du bist so langweilig. Verurteile nicht mein ganzes Leben nur wegen einer Szene im ganzen Buch. Nun, diese Szene beschreibt dein ganzes Buch. Das kotzt mich an, aber ich habe nichts zu sagen, denn es ist wahr. Daran ist nichts auszusetzen. Es liegt an der Person, ob sie mitmachen will oder nicht. Senpai macht, was Senpai will. Ikegami, du musst einen Typen wie ihn nicht verteidigen. Verstehst du? Nein, ich... Wenn überhaupt, könnte Muramoto ein oder zwei Dinge von Ikegami lernen. Er ist ein guter Gesellschafter und beliebt in der Firma. Ja, ja. Mach dich bitte nicht so über ihn lustig, Arata. Senpai ist viel begabter als ich und viel charmanter als du denkst. Ach, hör doch auf. Niemand würde denken, dass dieser Typ charmant ist. Es gibt sie. Wen? Hä? Wie du. Hä? Was? Sag nicht so etwas Dummes. Warum sollte ich... Du versuchst immer mit ihm zu reden. Ich mach doch nur Spaß. Hör auf, alles falsch zu verstehen. Sogar während der Arbeit schaust du ihn ständig an. Nein, das tue ich nicht. Das würde ich auf keinen Fall tun. Hey, Arata, ich bin froh, dass du mir den Rücken frei hältst, aber sie ist auf keinen Fall an mir interessiert. Das ist ein bisschen zu weit hergeholt. Ja, ich würde mich auf keinen Fall für einen so introvertierten Menschen wie ihn interessieren. Siehst du? Selbst wenn du mir 10 Millionen Yen zahlst, würde ich immer noch Nein sagen. Wenn überhaupt, würde ich 10 Millionen Yen zahlen, wenn er irgendetwas tut, um mein Interesse zu wecken. Dieses Mädchen. Ich habe nur versucht, dich zu unterstützen. Du hast nicht einmal 10 Millionen. Wie kannst du sagen, du würdest zahlen? 10 Millionen? Wie bitte? Hä?
Also gut, ich nehme die Herausforderung an. Los geht's! Was? Arata? Warum nimmt er die Herausforderung nur für sich selbst an? Bitte sei vorbereitet. Wenn du auch nur den kleinsten Hauch von Interesse an ihm zeigst, sind das 10 Millionen Yen. Hey, warte! Lass uns gehen, Senpai. Wohin? Wir haben keine Zeit zum Trinken. Los geht's! Du bist derjenige, der rausgehen wollte. Warte doch mal! Also gut. Wir sind gegangen. Oh nein. Ich habe mich die ganze Zeit interessiert. Also, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Du bist derjenige, der die Herausforderung angenommen hat. Was sollen wir jetzt tun? Oh, du scheinst ziemlich aufgeregt zu sein. Ich habe angenommen, dass dich solche Dinge nicht interessieren. Du hast recht, das tut es nicht. Aber es wird Zeit, dass ich sie zurückbekomme. Sie hat mich schon zu lange genervt. Wow. Dieser Typ hat die Herausforderung selbst angenommen. Warum tut er so, als hätte es nichts mit ihm zu tun? Und jetzt? Was machen wir jetzt? Hast du schon Pläne? Nur damit du es weißt, ich habe keine Erfahrung mit Mädchen oder so etwas. Ah, das ist kein Problem. Wenn du es bist, ist das ein leichter Sieg. Wir haben im Grunde schon gewonnen, bevor das Spiel überhaupt begonnen hat. Hm? Nun, ich werde dir hier und da ein paar Tipps geben, okay? Komm mir nicht mit einem Haha. Warum tut der Kerl so, als wäre das die Verantwortung von jemand anderem? Du solltest doch an der Front stehen. Das Wochenende verging und am Montag... Oh, guten Morgen. Du warst hier? Ich habe es nicht bemerkt, weil dein Schatten zu dünn ist. Sie hat so getan, als wäre vor ein paar Tagen nichts passiert. Sie behandelte mich wie immer. Guten Morgen, Kusumoto. Ja, guten Morgen, hm? Wenn du bei der Arbeit auftauchst, grüße sie freundlich mit einem Lächeln. Das war sein Rat. Aber wird so etwas wirklich funktionieren? Wenn sie sich wegen so einer Kleinigkeit in mich verliebt, hätte ich hier keine Probleme. Naja, wenn das von dem Frauenschwarm selbst kommt, sollte ich ihm wohl etwas Vertrauen schenken. Er sagte guten Morgen zu mir. Er zeigte sogar ein kleines Lächeln. Mittagspause. Oh, isst du dein einsames Mittagessen wieder allein? Was für ein trauriger Mensch. Warum isst du nicht mit jemandem? Kusumoto, hast du Lust, mit mir zu Mittag zu essen? Zusammen. Was? Ich? Was? Willst du so dringend mit mir essen? Du musst nicht, wenn du nicht willst. Oh, gut. Ich schätze, selbst dir ist die Einsamkeit zu Kopf gestiegen. Was? Ich werde mit dir essen, wenn du darauf bestehst. Ich sagte, du musst nicht, wenn du nicht willst. Ich will. Ich habe dir gesagt, dass ich es tue. Frag sie, ob sie mit dir zu Mittag isst. Wenn jemand, den du nicht magst, dich bittet, mit ihm zu Mittag zu essen, würde ich normalerweise annehmen, dass sie ablehnt. Aber das ist wohl nicht der Fall. Ich frage mich, ob solche einfachen Aktionen Kusumoto wirklich dazu bringen können, mich zu mögen. Also, wo gehen wir hin? In ein Café? Ein italienisches Restaurant? Wie wär's mit einer Rinderschüssel? Das gibt's doch nicht! Was denkst du denn? Ich habe noch nie mit jemandem zu Mittag gegessen. Heute ist ein guter Tag. Das erste Mal, dass er mich zum Mittagessen eingeladen hat. Obwohl es ein Ramen-Nudelladen war. Warte, warum bin ich so aufgeregt? Er hat mir noch nie ein Zeichen von Interesse gezeigt. Also bringen solche Kleinigkeiten mein Herz zum Flattern. Er lehnt ständig Einladungen ab und zeigt kein Interesse an mir. Normalerweise ärgert er mich nur. Aber warum mag ich ihn so sehr? Kusumoto? Ja? Die Dokumente, um die ich dich gebeten habe. Bist du mit ihnen fertig? Komm schon, wir brauchen sie für das Meeting morgen. Sag mir nicht, dass du... Oh nein, ich habe es völlig vergessen. Das ist schrecklich. Wann kann ich heute nach Hause gehen? Man sieht sich. Was? Du machst auch Überstunden? Nein, ich bin fertig. Oh, warum gehst du dann nicht nach Hause? Bist du nur hierher gekommen, um dich über mich lustig zu machen? Richtig. Oh. Also... Ich wollte dir das hier geben. Ist das... Ich kann nicht glauben, dass du das wirklich vergessen hast. Ich habe alle Daten gesammelt, die du brauchst, um das Dokument fertigzustellen. Was hast du bemerkt? Nun, ich weiß wenigstens, wer für welches Dokument zuständig ist. Und deines fehlte, also... Warum tust du so etwas? Es gibt kein Warum oder Aber. Wenn jemand seine Arbeit nicht zu Ende bringen kann, ist es normal, dass man ihm nachgeht. Was willst du damit sagen? Er nervt mich, wie immer. Er kommt nie mit jemandem aus, braucht nie die Hilfe von jemandem und bleibt einfach still für sich. Und trotzdem kann er alles alleine machen. Ernsthaft, dieser Typ.
Weißt du noch, was vor 2 Jahren passiert ist? Warum auf einmal? Das war, als ich zum ersten Mal in diese Firma kam. Ich habe den USB-Stick kaputt gemacht und alle wichtigen Dateien verloren. Damals hast du mir auch geholfen. Ich erinnere mich nicht. Das ist genau das, was ich an dir nicht leiden kann. Ganz im Ernst. Was? Aber danke. Hä? Gern geschehen. Danke. Was für eine Überraschung. Ich schätze, sie kann sich bedanken. So kann sie von Zeit zu Zeit süß sein. Ha? Hast du den Verstand verloren? Warum sollte ich denken, dass sie süß ist? Ich habe keine Lust mehr. Ich muss nach Hause und schlafen. Und am nächsten Tag? Muramoto? Was ist los? Das ist selten. Sie stottert ihre Worte fast nie so. Hier, von gestern. Was? Dank dir konnte ich es fertigstellen. Er hat mir sogar ein Kompliment gemacht. Also, ich habe Mittagessen gemacht. Was? Nichts. Bist du jemand, der nicht gerne das Essen von anderen Leuten isst, die es selbst gekocht haben? Nein, nein, das habe ich nicht gemeint. Ich war einfach sprachlos, weil es so eine Überraschung war. Wie ist es? Es ist gut. Wirklich? Was für eine Erleichterung. Was ist? Wer ist das? Was ist das für ein süßes Wesen vor mir? Wer zum Teufel ist dieses außerirdische Wesen vor mir, das die Maske von Chihaya Kusumoto trägt? Und 2 Wochen vergingen, seit ich Kusumotos Herausforderung annahm. Kusumoto? Was ist? Heute, nach der Arbeit, willst du mit mir essen gehen? Mit mir? Na klar. Nur wenn du darauf bestehst. Selbst wenn du nach Hause gehst, wirst du wahrscheinlich nur Instant-Ramen essen. Also werde ich heute mit dir gehen. In Ordnung. Wir sehen uns später. Ehe ich mich versah, hatte sich unsere Beziehung verändert. Und ich kann nicht glauben, dass ich mich in dieser Veränderung wohlfühle. Ich bin derjenige, der früher dachte, Zeit mit anderen Menschen zu verbringen sei das Schrecklichste. Senpai! Wie sieht's aus? Was? Oh, Arata. Jemanden zum Essen einladen? Wie seltsam für dich. Hör auf damit. Du bist derjenige, der mir diese Anweisung gibt. Hä? Ich habe dich aber nie gebeten, sie nach der Arbeit zum Essen einzuladen. Das ist das Gleiche. Es ist ein großer Unterschied, ob du deine Zeit auf der Arbeit oder in deiner Freizeit verbringst. Ich hätte nie gedacht, dass jemand wie du bereitwillig seine Freizeit aufgibt. Was willst du damit sagen? Nichts. Ich bin nur froh. Du bist stark und unabhängig, aber manchmal mache ich mir Sorgen. Es ist gut, jemanden zu haben, an dem man sich gelegentlich anlehnen kann. Hör auf zu sagen, dass du alles weißt. Tut mir leid, aber ich glaube, ich weiß eine Menge über dich, Senpai. Oh Mann. Wie kommt es, dass du mehr über mich weißt als ich selbst? Was soll ich nur tun? Das war das erste Mal, dass er mich außerhalb der Arbeit eingeladen hat. Ich habe sogar zugestimmt. Es ist, als würde ich einen Fuß in Richtung Freundschaft setzen, oder? Ich bin schon wieder viel zu aufgeregt. Reiß dich zusammen. Der Typ steht auf keinen Fall auf mich. Das verstehe ich. Der einzige Grund, warum er mit mir ausgehen wollte, war diese blöde Herausforderung. Aber ich kann nicht verhindern, dass ich mich glücklich fühle. Das ist alles, was ich mir von Anfang an erhofft habe. Je länger ich diese Herausforderung annehme, desto länger kann ich Zeit mit ihm verbringen, was gar nicht so schlecht ist. Ich muss nur aufpassen, dass ich ihm keine Anzeichen von Interesse zeige, obwohl das an sich traurig ist. Das war lecker. Für jemanden wie dich hast du dir ein ziemlich gutes Restaurant ausgesucht. Ich würde gerne wieder hingehen, wenn du mich in solche Lokale einlädst. Warum bist du so still? Du verdirbst die Stimmung, obwohl eigentlich gar keine da war. Die letzten 2 Wochen. Wir haben uns doch ganz gut verstanden, oder? Du machst Witze, nicht wahr? Ich habe dir gesagt, dass ich nur hier bin, um deine Einsamkeit zu trösten. Du hältst also immer noch nichts von mir. Bin ich nur ein langweiliger Mensch für dich? Ja. Ich verstehe. Dann lass uns das Ganze hier beenden. Die Herausforderung. Ich verliere. Auch wenn es Aratas Idee war, die Herausforderung anzunehmen. Hör auf, so erbärmlich zu sein. Du gibst schon auf? Ja, ich gebe auf. Ich habe mich in dich verliebt. Also kann ich diese Herausforderung nicht weitergehen. Ich will nicht, dass du dich nur in mich verliebst. Ich will mehr. Ich will kein Spiel spielen, das endet, wenn sich einer in den anderen verliebt. Das Spiel endet also hier.
Ich habe verloren. Von jetzt an ist es meine eigene Herausforderung, bis ich dich dazu bringe, dich in mich zu verlieben. Du magst mich? Ja, das tue ich. Willst du mein Freund sein? Ja, ich will. Auch wenn ich weiß, dass du nicht interessiert bist. Kusumoto? Ja! Hä? Hey, das war doch ein echtes Geständnis, oder? Ja, das war es. Kusumoto-san? Hm? Was? Freust du dich zufällig, das alles zu hören? Natürlich bin ich das. Weißt du, wie lange ich schon eine unerwiderte Liebe zu dir hege? Hä? Wenn du wirklich darauf bestehst, habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich dich abgewiesen habe. Also kann ich mich mit dir verabreden, wenn du willst. Ich weiß nicht, wie du es geschafft hast, diese Nummer so viele Jahre lang durchzuhalten.